Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 2. Und zwar bin ich hier wie immer. Ups, nein, WASD, damit bewegt man die Map nicht. Wir sind Schweden, wie immer. Und wir hatten, glaube ich, den Krieg mit Norwegen erklärt, die sich irgendwie auflösen gegen sich selber oder so. Ich weiß es nicht. Und wir sind hier gerade nach Oppland marschiert. Wir können uns das Ding auch noch holen, eigentlich. Allerdings dürfte ich jetzt das hier zum Beispiel nicht mal kriegen, weil das Sommer so ist. Was eigentlich unlogisch ist, wieso kann ich nicht gucken? Übrigens, ja, hier. Ich habe hier Krieg erklärt und ich habe aber nur Krieg um dieses Land hier. Medelpad. Oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Und wenn wir den Krieg gewinnen, dann kriege ich nur das. Dann kriege ich hier nicht Beacon zum Beispiel. Aber wie gesagt, ist ja auch egal. So, bisschen schneller hier. Starten wir mal rein. Und ja, der Dänemark, der ist immer noch. Die breiten sich viel zu stark aus. Mit Angst. Kapitulation wird früher kommen, das ist gut. Häuptling Markus von Gösser kann halt gar okay. Inge wurde uns geboren. Okay. Inge ist. Da wurde mir gerade ein Sohn geboren und die favorisieren ihn direkt oder was? Oh Gott, warte, was ist das hier? Option, das finde ich schon mal schlecht. Unabhängigkeit? Das ist gegen den kämpfe ich, glaube ich. Obwohl, ne, tue ich ja nicht. Okay, da sind 700 Mann stark. Was heißt das eigentlich? Wie können wir das mal zu Ende lesen können? So. Aber. Holen wir uns erstmal das von Schweden. Nein, von Norwegen. Wir sind ja Schweden. Wir wollen ja unser Land hier ein, indem ich dieses eine Dings hier einnehme, was eigentlich unnütz ist oder was nicht vonnöten in dem Fall ist. Weil ich kann ja einfach über die schwedische Land rüber gehen. Auch. Ich auch ein bisschen komisch ist, gab es nicht sowas wie Grenzen, also ich weiß nicht, ich kann doch nicht einfach über das Land von anderen Nationen marschieren. Ich wäre auf jeden Fall ziemlich stinkig geworden, wenn doch einmal Leute bei mir rummarschieren. Ich fürchte, so ein Arnisch ist zynisch für sein Alter. Er ist scharfsichtig. Verliert die Eigenschaft eifrig, aber es ist eine zynische. Träger, weil Träger mag ich nicht. Nichts, was eine saftige Kraftprügel nicht beben könnte. Eine saftige Kraftprügel. Das ist eine sehr schöne Formulierung. In der Morgendämmerung machen Träger Ausfall aus dem Motor. Verdammt. Schöner Schlag. Mal gucken, ich, ist ja egal, was ich einnehme. Ich nehme einfach das ein, was nicht ganz so stark befestigt ist. Das hier ist sogar noch stärker befestigt. Welche Kunden spielen falls irgendwie mit? Oh. Wenn Gäste eintreffen, grüßt so ein Stinkiel sie immer zuerst und unterstützt sie mit Fragen. Dieses Kind hat echtes Potenzial. Gesellig, das finde ich gut. Das finde ich schlecht. Gedankt sei Jesus, dass er nicht scheut. Die Geschichte ist. Das, warum sollte ich nichts mit. Hier ist, kann man wegbleiben. Der hat nichts mit meinem Sohnemann hier zu tun. Na gucken, gibt es hier auch Länder, die nicht ganz so stark sind? Ja, hier geht's. Denke ich. Ich will nicht ganz so lange warten lassen. Und ich kann das Ding hier natürlich nicht angreifen, weil irgendjemand anders das schon gemacht hat. Der Respekt und das Prestige, das im Detail wurde, nachdem ich die Güter der gesamten Kopfanlage ließ, in der Appetit gemacht. Ich habe einen fähigen Vortrag gemacht, lassen, der mir das erste macht es mir Spaß. Die Eigenschaft Fehler. Intrige, Moralschaden. Ja, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und hier würde ich, kommt der Fehler. Ich nehme es erstmal nur, weil, keine Ahnung, für 2 Jahre bin ich denn der Fehler. Aber ich will jetzt nicht immer bleiben, das ist bestimmt nicht gut. Aber ich heiße nicht den Fehler.
Das war ein schwerer Schlag, verdammt. Zumindest der Moralstand um 10% gestiegen, das ist nicht gut. Plünderrahmen und so, das ist doof. Ach, guck mal, ich kann hier Nachfolger nehmen. Ach, guck mal, den hier kann ich sogar zum Gegenpapst ausstellen. C50%. Aber bringt mir ein X, oder? Das ist nicht. Noch wenn das ist gut. Situation wird früher kommen, das ist auch gut. Fraktionen sind jetzt keine am Laufen. Ich weiß nicht, was das bringt. Militär ist im Moment ganz gut. Das hier könnte besser sein. Wir haben auch ein bisschen Geld übrig. Deswegen gucken wir. Hier, genau, das habe ich ganz vergessen. Das gehört nämlich gar nicht alles mir. Die beiden Sachen hier zum Beispiel, das bin ich gar nicht der Herr von. Ich bin nur der Herr von, wo auch mein Banner dran ist. Zum Beispiel hier die Burg. Das heißt, wenn ich das hier ausbaue, dann bringt mir das, glaube ich, so nichts. So baue ich einfach erstmal die Mauer aus. Und so baue ich hier ein Burgdorf. Ja. Da haben wir jetzt auch gewonnen. Müssen wir hier, ja, komm. Ja. Ja. Was ist denn los? Das ist nur noch das, ja, da unten ist schon wieder eine Kacke ausgebrochen. Solche Fälle. Na, ja, verdammt. Das gibt's ja nicht. Hier. Da muss das war. Ja. Dänemark ist mir zu mächtig. Ich weiß nicht, Norwegen kann nicht so große Truppen aufstellen, aber Dänemark schon. Und hier hätten wir auch hier mal dieses hier mal holen. Ich wurde schon ein wenig vorgewarnt. Huch. Ich bin stolz auf ihn. Was ist denn für eine Klinge, die funktioniert? Ich bin stolz. Weil. Ich weiß nicht, ich find's. Besser, wenn die richtig gerechte Herrscher werden und haben sich für ihr Volk einsetzen und gütig sind, anstatt Folterer oder Sklavenhändler oder so Mist. Und ich bin eigentlich nicht so der Menschenfreund. Aber man muss es ja nicht übertreiben, ich meine. Ja. Wunderbar. Was auch immer das gebracht hat. Kann ich eigentlich was Neues schon bauen? Ja, kann ich. Krieg ich ein bisschen mehr Truppen? Ein bisschen mehr Infanterie finde ich hier ganz gut. Ist aber ganz schön flott gebaut. Hier machen wir. Ja, es geht. Ich will den Krieg schnell gewinnen. Weil. Beruf. Ja, die Besetzung. Aber ich. Oh, hier oben ist eine norwegische Armee. Wenn ich hier die Fähigkeiten gemacht habe. Ich würde anstimmen, da sind 600 Leute da. Ich weiß, wie heftig das ist, wenn man irgendwo angestimmt gegen. Was ist das denn? Ist das neu? Was ist jetzt los? Ach. Ich war hier auf dem Handelsposten. Na guck mal, hier ist sogar einer. Kann ich hier gleich ausbauen. Ich hab leider. Wie? Es gibt hier Handelsposten? Ich wusste ich gar nicht. Ich dachte, das kann ich nur machen, wenn ich die Expansion habe dafür. Keine Handelsrepublik, aber wieso habe ich denn hier? Ach! Ach, so ist das. Jetzt verstehe ich das. Gehört das denn mir? Ja, wahrscheinlich, oder? So bist es der Stinker von mir. Okay, das ist doof. Stinkers bin ja ich nicht. Ich bin ja hier die. Ich bin hier eigentlich. Haus. Stinkiel. Was ist hier los? Katholischer Kurs in Jerusalem. Komme ich jetzt da hin? Den verlieren wir übrigens. Guck mal, hier ist Darum. Was kann ich da nochmal? Der Gaza. Gaza. Sind das aber so keine, die ich jetzt wirklich kenne? Also. Keine Ahnung. Keine Provinzen oder Städte, die es mir was sagen würden. Jerusalem ist ja irgendwo hier, müsste das ja sein. Was ist das hier?
Ne, es ist also. Es hier müsste Jerusalem sein. Ja, hier. Das ist Jerusalem. Aber ist dann hier nicht. Ja, zum Beispiel Azov, das kenne ich. Und hier müsste dann noch so eine andere Burg sein. So eine Kreuzritterburg ist das doch. Die müsste doch irgendwo hier unten sein. Oder oben? Ist auch gar nicht, wie die hieß. Was kommt noch? Die ist das oben? Okay. Arne fragte, wenn im Wald ein Baum umfällt, aber keiner es hört, gibt es denn ein Geräusch? Soll ich selbst darüber nachdenken? Eine Bildung und heißt, dass er schüchtern wird. Warum das? Ist nicht doof. Was kriegen wir hier? Wird er fleißig? Willkürlich verliert eine Bildung. Ja, ich will ja nicht, dass er fleißig. Fleißig ist gut, aber willkürlich schlecht. Ja, verdammt, er hat die willkürlich. Und hier verliere ich immer mehr Truppen. Was ist denn jetzt los? Schweden hat es hier gerade nicht Norwegen hat es ja nicht leicht. Ich will wissen, was da los ist. Mein Lebensjahr war gut. Was ist die für eine Krankheit ausgerufen? Ich wollte doch mal gucken. Hier den Handels. Hier so ein Handelshafen, 10 Handelswert, ein Steuernamen. Boah, Garnisonsgröße auf 100%. Bauen in Osterburg und sich erhoben. Ja, das können wir gerne machen. Ich schicke gleich mal ein paar Truppen vorbei. Habe ich hier wieder? Oh. Hier habe ich noch 100. Übernimmt seine Idee. Ja. Da könnte ich keine Truppen aussehen. Da kann ich hier aussehen. Hier kann ich keine Truppen aussehen. Dann muss ich mal noch ein paar Truppen da oben. Wie ich denn um die Bauern kümmern. Eigentlich ist das egal. Ich gehe da einfach gleich selber hin. Das ist nicht so schlimm. Muss man doch holen. Obwohl ich kann auch irgendwelche an. Nein. Ich muss den Krieg hier gegen Norwegen mal langsam gewinnen. Ja, guck mal, jetzt sind wir hier von denen besetzt. Ne, die 600 müssen wir auch töten. Und, also all das für nur eine Provinz, also... Guck mal, eine gefährliche Fraktion, welche denn? Herzog Sven für Schweden. Oh, okay, das ist echt nicht gut. Ich sollte auch noch Geld sparen, vor allem. Falls da eine Rebellion ausbricht und ich mal ein paar Söldner brauche. Guck mal, ich gehe da einfach umbringen. Gucken, kann ich da irgendwie noch hinzufügen? Oh ja, die kommt alle so. Ach mal, das ist einer. Warte, er ist. Nee, ich jetzt nicht. Ha, 100. Sterben der Kumpel. Meine Intrigen. Die waren nicht stark. Ja, muss ich doch mal das machen. Okay, sonst kann ich keiner zufügen. Das ist schlecht. Nochmal gut. Wer hätte denn hier am meisten Power? Ja, hier. Kann ich aber nicht leiden. Dann gebe ich einfach mal. Mit mehreren Titel kann ich die nicht mehr gewinnen. Na gut. Ja, ich mach mal kurz Pause, hallo. Wo ist er? Verdammt, meine Scheiße, stimmt.
kommt man hier weiter in die Totenmaus? Ich krieg voll schnell Welt rein. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Und wir hier mal die kleine Vanille, obwohl hier nicht eine kleine Handelsenklave gebaut wird. Ich glaube, ich auch. Hier haben wir gleich gewonnen. Das mache ich natürlich. Ja, und jetzt wollte ich gucken, meine Intrige. Und zwar. Das ist der größte, mit dem wir am meisten Power geben würde, der hier. Das ist. Mein Dings, mein Agentenführer. Ah, ne, vom Rotland. Ach, dem kann ich keinen Ehrentitel gewähren, weil er. Nicht zu mir gehört. Er wird meine Intrige dann noch unterstützen, den ich ein bisschen mit Ehrentitel werden kann. Und mir viele Punkte geben würde. Er würde mir auch was geben. Kann ich ihm nicht ein Geschenk geben oder so? Geschenk verschicken. Guck mal, das geht sogar. Wird das mir helfen? Kann ich noch ein Geschenk schicken? Nee. Kann ich nicht, sein Sohnemann und den Jüngling von mir? Könnte das aber machen. Boah, das ist aber ganz schön. Obwohl, ne, das ist aber schon alt, also macht's nicht mehr lange. So. Ja, was ist das? Cool. Das ist doch verheiratet. Hm. 40 ist ein Kevin so verrotten. Ich immer noch nicht mal allerdings entschließen, die Saat ist gesät. Das ist doch gut. So, dann haben wir das hier irgendwie auch erobert. Machen wir jetzt noch Doppler, das ist ein Dorf. Er ist scharfsichtig. Zynisch ist aber schlecht, habe ich. Oder ist nicht das, was ich möchte. Eifrig könnte er haben. Also verliert die Eigenschaft. Nee, aber die eifrig will er, soll er nicht verlieren. Verliert die Eigenschaft zynisch. Ja. Eifrig ist gut. Zynisch nicht ganz so. Ist hier gerade irgendwie die Pest ausgebrochen oder was ist hier los? War das noch eine norwegische Armee? Könnte jetzt zum Glück früher kommen, das ist auch gut. Hier könnte ich eigentlich mal einen Sturmangriff starten, aber warum sollte ich das tun? Der Sieg. Ich würde gerne ein paar Punkte dafür kriegen, dass ich hier halb Schweden, Norwegen besetze. Ich weiß nicht, warum ich das immer wieder vergessen. Dieser Wanderpriester ist ja schön. Unverheirateter Erbe. Muss natürlich direkt verheiratet werden. Ja, was ist das? Die Kirche bricht das Zölibat, meine Freunde. Fruchtbarkeit. Prestige. Ja, ein paar Freunde kann man ja mal. Ja, warum nicht? Die Kirche ist jetzt eh nicht so gerade das Beste, den ihr wollt. Das Prinzessin von Wladimir. Was ist denn. Vladimir gibt eine Nation namens Vladimir. Ja, oder unten da ist wirklich Vladimir. Interessant. Island, das ist gut. Island. Immer noch. Selka. Ich glaube, das ist. Ich glaube, Herzöge sind ja irgendwie niedrig geworden oder so. Baroness von Petro de Petrix. Aha. Ungarn, Schottland. Aha. Ja, die brauchen wir ein bisschen. Die muss mal weg. Dann nehme ich. Wen hatte ich denn da noch? Ich komme aber allein. Wladimir. Island. Ist auch so jung. Gibt es hier keine Erwachsene, die er heiraten könnte? Und die Gräfin von Höfling, oder? Nee. Die Herzogin von Galizien. Hm.
warum nicht? Machen wir mal. So, aber das war's schon wieder für die Folge. Ich speichere und verabschiede mich von euch. Ich bedanke mich wie immer dafür, dass ihr zugesehen habt. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Crusader Kings 2. Bis dann. Tschüss.